Hey, yo, Pyros, seid gegrüßt. Weiter geht's mit dem nächsten Prospektevorstellungsvideo. Und zwar schauen wir uns heute mal gemeinsam den diesjährigen Feuerwerksprospekt vom Netto mit Scotty an. Yeah! Das war meine Ansage. Dieses Jahr gibt es keinen alleinstehenden Feuerwerksprospekt vom Netto, sondern das Ganze ist mit in den normalen, regionalen, wöchentlichen Flyer abgebildet und tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Hauptsache ist immer, dass Feuerwerk drin abgebildet ist in den Flyern. Das halte ich immer für ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall legen wir jetzt mal los. Wir fangen von hinten diesmal an. Ein alter Bekannter, Woodstock, 27-teiliges Raketensortiment für 17,90 €. Klar, ein bisschen teurer als früher, also als vor 4, 5 Jahren. Da hat das noch, ich glaube, 2 Euro weniger gekostet. Aber dennoch finde ich den Preis immer noch gerechtfertigt für das Woodstock-Sortiment. Die Raketen von Nico, die sind ja eigentlich immer ganz toll. Klar, gab es auch mal das eine oder andere Jahr, wo auch mal eine kleine Schwäche festzustellen war, aber bei welchem Hersteller hat man das nicht? Ganz besonders finde ich immer lustig, diese ganz kleinen Burst-Raketen hier, die sind wirklich mickrig, aber was da rauskommt, das ist echt, ich finde es geil. Ja, als nächstes haben wir hier Midnight Pearls für 14,90 €, 25-teiliges Raketensortiment, finde ich ein bisschen überteuert für das, was drin ist. Klar, gegenüber dem anderen Sortiment, das ich jetzt gleich zeigen werde, sind 2, 3 Raketen mehr drin, aber ansonsten ist jetzt auch die Befüllung jetzt nicht wirklich ja, special, so dass man 15 Euro rechtfertigen könnte. Da gibt es bessere. Ich würde eher euch empfehlen, das Top Explosion Familiensortiment zu erwerben für 7,99 €. Ihr habt auch alles Raketen mit Zerleger drin, die auch gut sind. Und viel Kleinkram auch. Ne? Gut, die Turbowirbel sind jetzt auch nicht so die Sahne, aber wie gesagt, es sind halt welche drin. Das sind große Vögel. Ja, ein bisschen Fontänenzeug, Vulkane, Knaller sind drin. Ja, ein bisschen was für die Kleinen, also Knatterblitze. Alles drin für 7,90 € kann man mitnehmen. Also das würde ich eher empfehlen als das mit Midnight Pearls. Ja. Dann hier unten Jolly Joker für 9,99 €. Ein paar Kometenaufstiege, ja. Fontäneneffekte, nichts wirklich Besonderes, sage ich ganz ehrlich, für 10 Euro völlig überteuert. Keine Kaufempfehlung von mir. Allerdings kann ich euch dieses Sortiment hier empfehlen. Für 6,90 €, Feuerwerk der Sinne, ist ein kleines Sammelsorium an Leuchtfeuerwerksartikeln von Nico. Finde ich ja größtenteils im Vergleich zu Weco oftmals besser und von daher, aber wie gesagt, bei 7 Euro 13-teilig kann man ruhig mal mitnehmen. Für zwischendurch geht das schon klar. So. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Da haben wir nochmal Raketen abgebildet. Auch schon alter Bekannter, das Pack Brooklyn. Scheinen sich auch immer oft die Geister. Manch einer hatte Pech gehabt und hatte viel Schütteffekt mit drin. Dann gab es Leute, die haben auch dann wieder reine, also alles nur Zerleger-Raketen drin gehabt. Die letzten Jahre ist es oft halt Zerleger gewesen. Ist halt immer so eine kleine Überraschung. Mal ja, mal nein. Ich glaube aber nicht, dass es Absicht ist von Nico, sondern eher, dass es an den Chinesen da wieder liegt. Wie gesagt, für 7 Euro, da nehmt lieber dieses Family Pack hier hinten mit, das ist, Top Explosion, da kommt ihr ja besser bei weg. No. Ja, dann hier Nightstars für 9,99 €. Das ist dasselbe Sortiment, bloß mit einem anderen Namen, wie im Norma das Metalhead Sortiment. Ne? Alles tolle Raketen mit schönen Zerleger, ganz besonders finde ich immer die BS-410 und die BS-420. Schöne Zerleger, klar auch ein bisschen Crackling mit drin, aber schön laut das Ganze, ne? Und schöne Ausbreitung. Was aber nicht heißen soll, dass die großen hier hinter schlecht sind, nein, nur von der Größe her, also die haben eigentlich diese, das ist eher mehr nur was fürs Auge, die brauchen eigentlich diese großen Hülsen hier oben gar nicht. Die hätten sie genauso vom Namen her belassen können, aber halt eben dieselbe Hülse halt wählen können wie bei dem BS. Wie gesagt, tolles Raketensortiment, kann ich auch weiterempfehlen. Ja, denn als nächstes der Artikel Funkenflug für 3,99 €. Ja, schön viel Crackling drin, schön knackiges Crackling vor allem und schön blaue Sterne. Das ist ein schickes Ding für 3,99 €, kann ich definitiv weiterempfehlen. Kann man mal mitnehmen, schön für zwischendurch. Und wie gesagt, blau kommt ja auch im Fontaine gar nicht so oft vor. Bei dem Artikel Big One oder The Big One für 8,99 €, ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist ganz schön teuer, finde ich. Ist zwar im Fontaine verbunden, aber wie gesagt, für das, was da rauskommt, nee, ist ein bisschen zu heftig der Preis. Könnte ruhig 2, 3 Euro günstiger sein, dann geht der Artikel klar. Ja. Zu den Artikel 3 Feuerlanzen von Nico. Das sind, ja, kann ich nicht so allzu viel sagen. Das sind römische Lichter, die habe ich
jetzt auch die letzten Jahre nicht mitgenommen. Habe ich auch ehrlich gesagt im Moment auch keine Verwendung für solche Artikel. Aber wer von euch auf Roman Candles bzw. römische Lichter steht, der kann sich die für 2,29 ruhig mal geben. Wobei ich das auch ganz schön teuer finde. Das gibt es schon von der Konkurrenz etwas billiger. Darunter haben wir ein Jungfeuerwerkssortiment. Da gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Für 4,49 geht auch klar vom Preis her. Wie gesagt, die sind ja größtenteils egal, auch von welchen Importeur bzw. Hersteller sind die alle relativ günstig um die Zeit und kann man immer mitnehmen für die Kleinen. Ne? Oder für unterm Jahr mal zum Weglegen erstmal. Ja, der nächste Artikel, das sind die Reibkopfknaller von Nico. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht bei 1,99. Ja, macht man jetzt auch nichts verkehrt. Das ist ein Standardpreisniveau von den derzeitigen Reibkopfknallern, die man auf dem Markt bekommt. Sie sind nicht schlecht, sind aber auch nicht besonders gut. Ne? Aber halt immer noch besser als die eine oder andere Weko- oder Kometgeschichte oder Keller vor allem. Ne? Also die kann man trotzdem ruhig mal mitnehmen für zwischendurch. Oder halt für die Damen, die es nicht ganz so krass mögen. Das Bankpack, ja, für 2,99 geht das eigentlich auch klar. Viele von euch kennen ja, oder die meisten kennen ja schon die Nicobella. Die sind nicht schlecht, oftmals sogar besser als die von Weko. Oder halt Komet, ja, die biefen sich immer so ein bisschen. Wie gesagt, aber vom Preis her geht das auch in Ordnung. Ne? Ansonsten einfach zum Dynamite Bag greifen von Weko. Ja, weiter geht's auf der nächsten Seite. Der Artikel PL510 aus der Profiline. Für 24,99 kann ich den definitiv weiterempfehlen. Besonderes Augenmerkmal ist auf die Schussart bzw. die Schussausrichtung zu legen, denn es ist quasi eine Fächerkippe, nur mit dem Unterschied, dass halt immer Salven links geschossen werden und dann rechts einmal, immer so im Wechsel und dann halt I-Shape, also geradlinige Abschüsse. Ist besonders, kommt nicht allzu oft im Discounter-Bereich vor und von den Effekten her, gerade auch mit den lauten Endschlägen am Ende, ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Könnte ich definitiv eine Kaufempfehlung für aussprechen. Das ist auch eine schöne große Kiste. Und wie gesagt, gerade wegen den größeren Kalibern zum Schluss auch schön laut. Ja, der Artikel Phantom ist meiner Meinung nach auch viel zu teuer für das, was halt aus dem Kasten halt rauskommt. Relativ kleine und dünne Bouquets. Ja, ein paar Salven habt ihr da halt. Das ist eine kleine Salvenbatterie. Steigert sich immer zum Ende hin, auch vom Kaliber her, aber wie gesagt, für 18 Euro bekommt ihr da nicht wirklich Qualität von den Bouquets. Wie gesagt, viel zu schwach, viel zu low. Nicht wirklich zu empfehlen. Als nächstes der Artikel Pyro Kingdom für 50 Euro, sprich 49,99, um den einen Cent beißen sie mir jetzt nicht. Ist eigentlich der Verbund, den wir, oder den viele schon aus dem Norma kennen, den es auch immer noch im Norma gibt. Metal Shots heißt der Verbund im Norma und dort kostet der ganze 10 Euro weniger. 10 Euro weniger. Aber ja, da muss ich jetzt Folgendes zu anmerken. Ich lese das ja oft unter meinen Videos, dass viele ja gar keinen Norma bei sich in der Nähe haben oder beziehungsweise bei sich im Ort. Wenn ihr aber denn ein Netto habt und ihr würdet gerne mal diesen Verbund testen wollen oder mal einen guten Verbund haben für wenig Geld, dann kann ich euch den auf jeden Fall weiterempfehlen. Also wenn ihr dann keinen Norma habt, dann müsst ihr leider in den sauren Apfel beißen. Entweder habt ihr das Glück, ihr bekommt das im Hagebaumarkt, die sind aber auch relativ preisintensiv, oder ihr geht halt im Netto mit Scotty und müsst halt in den sauren Apfel beißen und 10 Euro mehr ausgeben. Aber selbst 50 Euro ist der Verbund wert, meiner Meinung nach. Ich finde den gut, solide, schöne Bouquets, ja, gute Zerleger. Klar, am Anfang, wie fast jeder Verbund, geht das relativ verhaltenlos und dann nachher ja, die ganzen anderen vier großen Kekse drauf, die machen gut Rabatz und haben schöne Effekte. Wie gesagt, kann ich weiterempfehlen. Nicht unbedingt empfehlen, aber anregend finde ich den Artikel Home Run. Ist auch ein Verbund von Nico. Für 24,99 bekommt ihr halt eine Crackling-Start-Sequenz und da hinten raus dann schönen Bouquets. Immer frei weg. Gute Schussfolge, gute Brenndauer, relativ gute Effekte. Für 24,99 geht der Verbund auf jeden Fall klar. Genauso wie der altbekannte Mission-to-Mars-Verbund finde ich ebenfalls für 29,90 lohnenswert. Gute Effekte mit dabei, reine Zerlegereffekte. Macht gut was her, das Teil. Immer wieder spaßig. Also wie gesagt, da könnt ihr ruhig mal zugreifen, ne? Wenn ihr einen günstigen Verbund sucht. Weniger zugreifen würde ich hier bei dem Midnight Special für 1990. Den mag ich nach wie vor nicht. Am Anfang halt mit den zwei Biester geht halt relativ viel Schuss und Zeit weg für
Ja, diese Kometengeschichten ist nicht wirklich lohnenswert. Da gibt es bessere Alternativen für das Geld. No. Und blättern wir mal eine Seite weiter. Und da haben wir, fangen wir mal jetzt wieder von links an, für 2,99 die Olle Killer Bees. Mag ich nicht so besonders die Batterie, kann ich auch nicht wirklich weiterempfehlen. Ich habe damals immer gesagt, ja, holt euch lieber für das Geld eine Poison oder Reno im Aldi Süd, auch genannt. Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, da sie ja 1 Euro teurer geworden ist jetzt. Scheiße. Somit gibt es wenig Alternativen in dem Preissegment. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist die Batterie für mich keine Kaufoption. Finde ich halt einfach nur schlecht, das Teil. Was ich aber weiterempfehlen könnte und was immer wieder eine Kaufoption wäre, ist die Profiline. Sprich PL240, das ist eigentlich im Original die Reno von Nico und gute Zerleger, schöne Effekte, teilweise auch mit Schweif, Aufstieg, richtig schönes Teil für 5 Euro, immer wieder, wie gesagt, eine Kaufoption, aber keine Kaufoption ist bei mir nach wie vor der Action Tower für 11 Euro, ist halt ein großes römisches Licht, ein dickes, fettes Rohr, völlig überdimensioniert, soll halt auch wieder fürs Auge sein, um den Kauf irgendwie anzukurbeln. Kann ich nicht empfehlen, Leute, leider nicht. Ist nichts Besonderes. So, der nächste Artikel ist dann Color and Fun für 6,99. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ist jetzt auch nicht unbedingt der Mega-Artikel, finde ich sogar ein bisschen überteuert für das, was halt rauskommt. Und für mich keine Kaufempfehlung. Es ist halt, wie gesagt, keine besondere Effektur oder so. Dünne Bouquets, kleine Bouquets vor allem auch. Nicht so starke Zerleger. Jauche, Leute. Extreme Color ist der nächste Artikel. Für 9,99 bekommt ihr da quasi sowas wie eine 100 Schuss, klassische 100 Schuss Leuchtkometenbatterie. Ja, nur halt hier ist halt das Besondere, dass es halt gefächert in einer besonderen ja, Schussfolge euch angeboten wird. Für 9,99 muss man mögen diesen Effekt und gerade wenn man ein bisschen was Ruhigeres sucht und etwas Gefächertes für eine Startsequenz zum Beispiel, weil er ein kleines 0-Uhr-Feuerwerk plant oder so, könntet ihr euch das Teil mitnehmen. Aber für mich eher, wie gesagt, da gibt es, ich habe da ein bisschen höheren Anspruch und für mich wäre das eher keine Kaufoption. Ja, der Artikel Pyrodom für 9,99 halt auch viel mit Kometen, das sind aber eher so Schweifkometen, also Kometen mit Schweifaufstieg. Nach hinten raus dann kleine Bouquets. Ja, und das auch nur zum Schluss. Also der größte Teil geht halt, wie gesagt, für die Kometen drauf. Und am Ende habt ihr dann halt ein paar Zerlegereffekte, die aber auch nicht so besonders sind. Also wäre für mich auch keine Kaufoption, ist auch nichts besonders vom Effekt her. Eine Einheitsbrei-Batterie. Welche Batterie ich aber definitiv empfehlen kann, ist die Dragon Spirit für 12,99. Ist eine 10-Schuss-Cake. Großkaliber-Batterie. Also am Anfang habt ihr da von der Weco Vampire, wenn ihr die noch kennt, das ist so. Dieser Blutregen-Effekt, den hat man da am Anfang. Und zum Ende hin habt ihr nachher Blinker mit ein paar Dahlia-Sternen. Und die Blinker sind auch schön kräftig und die Dahlia-Sterne auch. Also es ist ein richtig edler Effekt, der hier rauskommt. Oder beides edle Effekte. Und für 13 Euro auf jeden Fall eine Kaufoption. Beziehungsweise ich würde hier einen Kauftipp aussprechen. Hier wieder klassische Heuler-Batterie. Nur jetzt von Nico für 4,99, 120 Schuss. Ja, muss man drauf stehen. Für mich eher keine Kaufoption. Dann haben wir hier für 9,99 die Hurricane. Und ja, auch wieder viel Kometen, Heuler, Crackling, Schwärmer. Ne? Alles mit dabei. Also wieder so ein klassischer Cocktailcake. Blinker-Bouquets am Ende, die aber sehr, sehr verhalten und klein dünn sind. Also nichts wirklich Dickes. Für 5,99 hier 180 Shots von Nico. Ja, auch wieder fettes römisches Licht. Mit so einem Drahtgestell, was ihr dann im Bohnenrahmen könnt, damit ihr das Ding irgendwie ausrichten könnt und in den Himmel abschießen könnt. Muss man mögen. Viele kaufen den Artikel trotzdem, ich weiß. Die sieht man ja immer wieder irgendwo am Straßenrand liegen. Aber für mich eher uninteressant. Ja, genauso uninteressant der Artikel 5 Konzert. Klassische 300 Schuss Heulerbatterie wieder. Gibt es auch wirklich von jedem Hersteller, ob nur Leslie, Comet, Weco, spielt keine Rolle. Also die werden ja mittlerweile von jedem Unternehmen geführt. Wie gesagt, auch 300 Schuss. Ich finde aber die Variante von Weco oder Leslie immer noch besser. Ja, aber preislich kommen die halt identisch. Der Artikel Overload. Ja, dünne Bouquets wieder. Nicht wirklich ausgefüllt. Für 18 Euro viel zu teuer. 50 Schuss sollen da drin sein. Ja, sind ja auch.
Aber wie gesagt, von den Bouquets her nichts Besonderes, keine besonderen Effekte, halt wieder Einheitsbrei und sehr dünne Bouquets. Also weiß ich nicht, warum man sowas mit ins Sortiment aufnehmen muss. Ja, für 1999 The Last Battle, leider von der Schussfolge her viel zu lahm, ein bisschen zu träge hinten raus, wird sie aber ganz, ganz gut, da, weil ihr habt hier auch unterschiedliche Kaliber und ja, habt dann auch hinten auch ein paar schöne kräftige Brokatkronen und ja, wie gesagt, wird auch vom Dampf her, also hat hinten raus mehr Dampf, weil aufgrund des größeren Kalibers ist auch mehr an Zerlegerladung dann möglich. Das wird hier auch ausgenutzt, aber wie gesagt, ansonsten ist die Batterie leider zu träge. Für 19,90 €, also wenn sie jetzt so in dem Preis 13, 14 Euro liegen, würde ich gesagt, okay, könnt ihr euch mal mitnehmen. Aber so, eher nicht so mein Ding. Ja, dann sind wir auch schon durch. Das waren alle Artikel. Einen habe ich vergessen. Hier vorne, dieses Package. Für 19,90 €, Best 11. Ich kenne ein paar Artikel aus diesem Teil, aus diesem Package, aus etwas kleineren Sortimenten. Mir hat die Erfahrung gezeigt, dass die nicht ganz so pralle sind von Nico. Da ist echt Nachholbedarf, was so diese Low-Budget-Cakes angeht. Und ja, Fontaine-Geschichten in diesen Boxen, da muss ein bisschen was dran gemacht werden. Ist nichts Besonderes. Da greift lieber eher zum Bombette-Pack von Weco oder das Andromeda aus dem Aldi oder Gibbets of the Sky vom Lidl. Da greift lieber dazu, weil die sind hier nicht gerade Creme, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir aber durch. Das war das diesjährige Feuerwerksangebot von Netto mit Scotty. Leider nicht wirklich viel Pralles dabei dieses Jahr. Und was ganz bitter ist, die Fire Mission ist raus. Alias solche Out of Limits von Nico. Gerade diese Top-Batzeln haben sie rausgenommen und dafür dann so einen Müll hier aufgenommen. Schade, dass die nicht mehr geführt wird. Oder The Core ist ja auch raus. Beziehungsweise Shock Attack. Die gab es ja hier auch. Ja, generell ist gar kein Weg mehr mit bei. Das finde ich schade. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich denke mal, das könnte Kaufland werden. Werden wir sehen. Haut rein, euer Planet.